Ja, und damit, mein Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Runde AC Valhalla. Dann machen wir einfach direkt weiter. Und ich würde mal sagen, wir machen direkt zuerst einmal da einen Aussichtspunkt noch schnell. Ein dänisches Langhaus. Tonas Clan hat sich hier niedergelassen. Hä? Also, ja, da hinten. Das haben wir eh schon letztens gesehen. Schauen wir mal, was da noch so drin ist. Nicht so viel wie erwartet. Schade. Trink-Challenge gibst du noch? Könnte witzig werden. Weil das ist so ziemlich das Einzige, was ich kann. Weil das ist easy. Naja, beziehungsweise die Regeln sind auch einfach. Schnellsten ausgetrunken hat. Dein Silber. Wie viel willst du aufs Spiel setzen? Ein kleiner Schatz. Ha, wir trinken. Ah, fuck it. Ah, shit. Ah, shit! Zu schnell! Yes! Scheiße, Mann! Oh. Fuck my life! Yo! Bei der Software! Scheiße, Mann.
Ja, oder Mond, ey. Das geht sicher nach hinten los. Behalte einfach einen kühlen Kopf. Ruhig. Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Iva und Uba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Iva ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Uba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürfte das nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Iva sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Da sind sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet. Ich darf ja nicht erwischen. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Deswegen bin ich nicht hier. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Ja. Ja, scheiß drauf. Hier ist dein Silber. Du bist ja zu allem bereit. So begierig. Spuck's aus. Burgred bezahlte mich, um die Ragnarssons von zwei Orten fernzuhalten. Legrakester und Tempelburg. Eine große Menge Silber. An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Wir sind hier fertig. Legrakester und Tempelburg. Sagen dir diese Orte etwas? Mir nicht, aber den Brüdern sicher. Ich werde es ihnen erzählen. Bleib nicht zu lange hier. Wir müssen uns einen König fangen. Gibst du auch was zu holen? Oh ja, da gibt's mehr was zu holen. Darf mich nur nicht erwischen lassen. Wahrscheinlich nicht. Oh doch, ich darf sogar da rein. Ja, Mann. Kacke. Wie unter mir. Ach du Scheiße. Unter mir ist gut gesagt, das ist ziemlich weit unten. Das werde ich klauen müssen, wahrscheinlich.
Gut, dass jetzt echt nicht nach hinten losgeht, ey. Wo soll da sein? Oben. Aber wie oben? Nicht von außen ran. Dass man da außen reinkommt. Ah ne, da ist eine Leiter. Blindfisch. Ist ja gar nicht laut, dran. Okay, der Kollege ist raus. Hat keiner kehrt. Oh mein Gott, ey. Okay, das ist Sperrgebiet. Und dort sind die Schätze wahrscheinlich drin. Ja. Ja, das wird nicht für ewig anhalten. Das weiß ich jetzt schon. Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Legra Kester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legra Kester ist ein großes Dorf. Und Tempelburg ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da. So schnell wie möglich. Und was machen wir mit Tona? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd.
Dann bleibt mir nur Legra, Kester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Ja, und die zweite ist wo? Ach du Scheiße. Gefunden. Auch wenn er das nicht anzeigt, so. Ich verstehe das sowieso nicht, warum er das nicht checkt. Ich muss aber auf den Turm rauf. What the fuck? Okay, das ist mein Ei. Betrunkener, im Ernst jetzt. Rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggrät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgrät hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Späher kommt nicht wieder. Der ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burgred uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Späher und ich gehe rein. Thank you.
Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Ja, und ich hab schon einen Weg. Wir sollten lieber kämpfen, um Tamifjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrieds Anweisung. Leofrieds Anweisung? Der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn. Wie meinst du das? Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Eine Katze, im Ernst jetzt? Ah ja, mein, von da oben wäre ja reinkommen. Der steht draußen. Der steht dann vor der Tür. Der steht dann draußen. Jetzt können wir da in Ruhe umschauen. Warte mal. Das war laut. Nix. Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber er ist nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ethelsweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Machst du das? Dann wird zum Schlacht gerufen. Ich bin schon los.
Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Von den Seiten, strengt euch an! Penner. Oh Gott, Pisser. Hallo? 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 Jo. Sie sind überall. Bleib an meiner Seite. Was? Was soll ich tun? Kämpfe! Los, kämpfe! Alter. Dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht, Sheolbert. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Ivar? Sheolbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Ivar hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ethelsweet ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Die Kotze auf hart. Hier strömt eine warme Brise heraus. Angenehm. Riecht auch gut. Ich habe nämlich gerade reingepisst. Du Arschloch, weißt du das? Hä? Where we were was? Ach so, lol, doof. Gar nicht gesehen. Huh.
Alter. Wie war das? Du hast mich gehört. Ich brauche Eier. Schlangeneier. Die kleinen Scheißer gehen einfach nicht weg. Das Land ist mein Land. Ich war zuerst hier. Also wie gesagt, bring mir Schlangeneier und ich sorge dafür, dass sie nie wiederkommen. Schlangen ärgern war nicht mein Plan für den heutigen Tag. Aber das lässt sich ja ändern. Eine Belohnung? Ja, ich verstehe, was du meinst. Bring mir die Eier, dann entlohne ich dich. Bist du dämmert. Ja, oh, mehr. Mehr Schlangeneier. Oh, das ist schon viel besser. Das wird langsam. Ja, ich spüre es. Goddammit, ey. Was zum Henker ist mit der Fersch? Oh mein Gott, ey. Oh, ich wusste, ich würde es bereuen. Da kamen meine Innereien fast mit raus. Ach, könnte ich nur sehen, was jetzt oben geschieht. Mein Lohn, bevor ich jämmerlich ersticke. Wie vereinbart. Und? Hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Wem? Er war umwerfend. Goddammit, ey. Ja. Was zur Hölle ist mit der Falsch? Nix. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Überschütt, Kollegen. Oh Mann, oh Mann. Yep. Was ist das? Keine Ahnung. Ja gut, ne? Was mit dem Frosch? Das ist ein Betrunkener.
Machen wir erstmal Story weiter. Scheiß auf die andere Quest. Abfahrt. Wir sind verkehrt herum. Jo! Segel setzen! Segel! Das juckt mir jetzt gerade herrlich, weil nicht da. Segel! Segel! Das Segel nützt dir nicht! Ist ja auch mal entspannt so. Pisswetter. Ein Lager, Eivor, vermutlich ein feindliches. Du hast dich besser geschlagen als dein schweigsamer Freund. Der sagt nie wieder was. Wir haben euch alles erzählt. Lasst ihr uns jetzt gehen? Das. Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Ogrid ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ethelsweed. Nach Tamelvjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Cheolbert in Legrakester auch gehört. Cheolbert? Was hat der dort gemacht? Iva. Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schicke ihn nach Heopedun. Was ist hier der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ethelsweed finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ethelsweed zu holen. Möge Odin euch leiten.
Die Sachsen werden uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Wir können versuchen, nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach, Eivor, davon habe ich immer geträumt. Umherzustreifen, um einen König zu suchen? Zum Wikingerleben. Mit dir, mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern, Freundschaften schließen. Und wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Breite deinen Flügel aus. Ihr checkt das echt nicht mit Markieren da. Ich ebenfalls, Bruder. Ah, fuck it. Na, komm runter. Komm runter. Lösen wir das mal auf die Wikinger-Art. Das wird ja eigentlich nett. Einen Eingang irgendwo. Wo was? Hm.
dir das, Rückschlag! Alter, scheiße. Es hätte besser ausgehen können. Für mich in die Ferne, Sühne. So, die Kiste, warte. Da kommen wir nicht rein. Alter, aber komm mit doch mal rein. Ich sieg nix. Scheiße. Okay. Och Mann. Flieg, Freundin. So, komm mal rein. Jo, besser. Schon wieder vertippt, ey. Mann, wie ich das hasse. Ihr drei, verschwendet. Lady Ethelsweet, Burgred hat sich alle Mühe gegeben, euch zu verstecken. Aber ganz erfolgreich war er nicht. Lasst meine Mägde frei. Sie haben nichts mit unseren Streitigkeiten zu schaffen. Hörst du das, Eivor? Edel, selbstlos,
Mit so jemandem muss man Vereinbarungen treffen. Eine außergewöhnliche Frau. Wir sind nur auf der Suche nach dem König. Sag uns, wo Burgred sich aufhält, und wir werden kein Blut vergießen. Bitte, ich weiß nichts. Gut gemacht, Sigurd. Sie versteht nur den Ernst der Lage nicht. Aber das wird sie schon bald. Moment. Das sind Hände, die Wäsche waschen. Die Hände einer Dienerin. Sie soll uns täuschen. Bewacht die Mägde. Ich folge Ethelsweet. Kannst mir mal. Och Mann, im Ernst jetzt. Mir jetzt scheißegal, ob das schneller wäre. Vom Leib. Mein Mann wird euch alle in die Hölle schicken. Gar nicht schlecht. Du machst es uns wirklich nicht einfach. Finger weg, du heidnische Gestalt. Wo sind denn plötzlich deine Manieren hin? Das frag ich auch. Lass mich gehen. Ich befehle es. Nach allem, was du versucht hast? Ich bin doch nicht verrückt. Ist dir überhaupt bewusst, was du hier tust? Ich bin die hohe Lady von Mercia. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich rede nicht. Nicht mit dir und auch nicht mit deinen Leuten. Das solltest du nochmal überdenken. Deinem Volk zuliebe. Wer weiß, wie viele noch sterben müssen. Durch meine Leute. Du machst mir keine Angst. Dann bist du töricht. Lady Ethelsweet. Nicht ein bester Tag, was? Der Herr wird deine Seele verdammen, wenn er sie findet. Ein guter Fang, Eivor. Sie dichtet fast besser als du. Wo ist meine Katlin? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ach, deine Magd, meinst du? Die sich mutig in edle Gewänder warf? Die ist angekettet, zusammen mit den anderen.
Ich bringe die Weiber nach Tamelyard, damit sie gesprächiger werden. Wenn sie auch nur einen Kratzer bekommt. Ich rede mit Sheolwulf. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir zu ihr durchdringen können. Wir sehen uns dort. Sigurd, was ist mit diesen Gefangenen? Wir haben, was wir brauchen. Lass sie frei. Gottes Segen sei mit dir. Danke. Hier gibt es keine Ruhe. Herr Trank. Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Das kann witzig werden. Mein Freund Ober ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen. Für einen König, der sich feige verkriecht... sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen? Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Sheolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Es ist mir egal, was du von Sheolwulf hältst. Er wird König sein. Das ist nur eine Frage der Zeit. Burgred ist König. Gewählt vom Mietenagemot und von Gott geweiht. Ich weiß, wie die Verliererseite aussieht. Und ihr steht auf dieser Seite. Wir haben Cheopedun und Tamebjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tane und die Männer von Mercia? Nein, nur Leofrid ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange.
Ja, der gute Leofried. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Schweine müssen fressen. Leider lässt sich ihr Hunger nicht so leicht stillen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie damit fertig sind und nach frischem Fleisch suchen. Und der Geruch von Schweinescheiße danach? Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Erzählungen wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das sein Reich in der dunkelsten Stunde im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Cheolwulfs Versprechen. Und er wird es halten. Du hast mein Wort. Na, geht doch. Singt unser Vögelchen doch. Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alna und Arur aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst jetzt den Weg nach Tarnedain freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunis. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Wie spät ist? Keine Ahnung, ob sie das auch ausgeht, ne? Die Köpfe waren eine gute Idee. Sowas gefällt mir eigentlich nicht. Aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich. Nehmt alles! Wow, da ist die Scheiße. Wow. Ist das ein Zufall, dass der Typ dort gestorben ist und ich dorthin muss? Eine Gruft. Ja, egal, wann man das in C-Class sein. Ja, hallo? Mann! In Odyssey ist das besser gegangen mit dem Pferd, ey.
Ich schätze mal, dass es Dose ist. Oder eben Do. Was nicht, muss man schauen. Eine Gruft. Angeblich. Wieso vibriert mein Controller so? Oh Gott, nee. Ich glaube, ich weiß, was für eine Scheiße das ist. Nö. Darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ach, du Scheiße. Nee, muss Dose was sein. Dose. Muss das sein? Wir müssen in einem anderen Gebiet da. Das suchen wir noch, aber die Schlacht, die machen wir nicht mehr. Das geht sich nicht aus. Schätze, warte mal. Na, natürlich. Mann, wie ich das hasse. Mit dem Treffen. Wow, das hat geklaut. Ja, da ist es. Gefunden. Entweder da oben oder da. Und da gibt es irgendeinen Schlüssel dran anscheinend. Oder? Ah doch, geht schwer runter. Bewacht für eine Gruft. Die Toten ja. Werden sie sicher nicht beschützen. Da unten drin ist es. Schätze mal. Was siehst du, alte Freundin? Die meisten sind unten. Ja. Treffen ist eine Kunst. Yo.
Dann würde ich mal sagen, machen wir da speichern wir da. Und wir schauen mal einfach mal, wer noch so on ist zum Raiden, Rottner. Du kannst nichts machen, kannst nichts hören. Klappe. Raiden mal einfach mal zu Toni rüber. Der war zu schnell bei mir. Geil. Ja, alle rennen einfach nur drauf, geil. Oh mein Gott. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hätte da noch mehr raushauen können. Und die vertippen auch dazu. Schwierig. Ach, scheiße. Scheiß auf dem. Ich möchte keinen Tank mehr spielen. Ich will Damage. Ich mach erstmal Pause. Ich bin so später wieder.